Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge von Bausimulator Multiplayer mit Pascal. Hallo. Ja, wir sind draußen auf dem Ländle. Auf dem Land, genau. Ich habe erst überlegt, ob ich die Baustelle nochmal zeige, aber nee, das habe ich dann doch gelassen. Wir haben hier von der Öko-Dame, glaube ich, haben wir hier einen Auftrag. Von der Umweltministerin oder so. Dass wir hier eine Biogasanlage bauen sollen. Na, für den Bauern hier. Für den Bauern her, der hier vor Ort ist. Und ich würde sagen, das machen wir dann auch. Na, damit es ja schön Ökostrom für die Region gibt. In einem anderen Auftrag, wo es dann hier zu einer Entlastung dieses Verkehrschaos kommt, machen wir dann auch nochmal demnächst. Verkehrschaos, Symbolbild. Ja, naja, guckt euch den Mist hier an. Was soll das jetzt hier alle hier reinfahren? Die Umgehungsstraße ist dann, glaube ich. Weil es ja alle Wände merken, oh, hier ist Sackgasse. Naja. Ich weiß nicht, aber das ist ja wirklich, hier geht dauerhaft Autos durch. Ja. Seltsam. Wir machen den Auftrag. Kampagnen, erneuerbare Energien. Biogasanlage. Hier stinkt's zum Himmel. Landwirtinnen und Landwirte aus der Gegend haben sich mit einem Anliegen an uns gewandt. Zwischen den umliegenden Feldern soll eine Biogasanlage entstehen, ausgestattet mit Silos, einer Halde und einer Notfackel. Was auch immer den Notfackel ist. Okay, also die Stadt baut hier die Biogasanlage und die Bauern beliefern die dann nur. Ja. Es gibt ja auch häufig, dass ein Bauer so eine Biogasanlage hat und dann, keine Ahnung, x-tausend Bauern aus der Umgebung dann die Biogasanlage beliefern. Oder dass es von Anfang an ein Gemeinschaftsprojekt ist. Ist die ja ganz woanders. Beziehungsweise dem einen gehört es und die anderen beliefern halt einfach nur. Und verkaufen dort ihre Silage oder was auch immer die dort reinschmeißen, die BGA. Da kann man ja relativ viel reinwerfen. Ach, guck mal, haben wir schon alles abgesperrt hier. Das war gar nicht die Baustelle dort. Ja, meine Fahrskills, die muss ich nochmal... Das waren Subunternehmer, die abgesperrt haben. Die muss hier meine Fahrskills, ja, reden wir nicht drüber. Mhm. Hatten Sie das vor der Folge über Führerschein unterhalten? Ja. Ich glaube, das ist das Auto zu eng am Bauzaun geparkt. Ich glaube auch. Ja, ich will teilnehmen. Ich kann den Ärger der Menschen hier gut verstehen. Der Mist der Bauernhöfe stinkt wirklich zum Himmel, wenn der Wind falsch steht. Jedenfalls haben die Leute die Nase voll und haben bei der Stadt eine Beschwerde eingereicht. Nach langen Gesprächen mit der Bürgermeisterin haben wir endlich grünes Licht bekommen, um hier eine Biogasanlage zu errichten. Durch die Einlagerung in die Silos ist der Geruch vom Mist weniger wahrnehmbar und das Endprodukt ist saubere Energie. Und hoffentlich auch zufriedene Anwohnerinnen und Anwohner. Du wirst niemals ganz zufriedene Anwohner und Anwohnerinnen haben, aber... Man kann es ja wenigstens aus Stinken, kann man ja weniger Stinken machen. Ja, weil Dung kann man ja auch in eine BGA reinschmeißen. Ja, oder aufs Feld. Die sind sogar noch umweltbewusster als Silage zu verwenden, weil Silage wurde ja extra dafür angebaut, während der Dung, der kommt halt eh bei der Viehzucht so oder so zustande. Was denkst du, wie tief müssen wir hier graben? Wir müssen nur ein bisschen Betonfundament wahrscheinlich reingießen. Also das kann sein, nicht ausheben. Ja, wir werden wahrscheinlich einfach so eine Oberschicht abkratzen, ein bisschen. Dann kommt da die Planierroppe zum Einsatz, würde ich sagen. Also ich würde einen Radlader probieren. Ja, oder das. Dann mach einer Radlader, was hast du noch gesagt? Planierroppe. Dann probier du die. Mach ich einen Radlader und würde die Planierroppe. Mich triggert das so ein bisschen, dass der Ladebalken erst nach vorne, dann wieder ein Stück zurück und dann wieder nach vorne geht zum Teil. Echt? Das ist bei mir manchmal so ein bisschen komisch. Aber ja, keine Ahnung. So, mal gucken, ob das wieder so ein Projekt für 2 Folgen wird. Denn ich vermute das schon so fast. Wo sind alle Folge schon gebacken kriegen alles? Ich glaube... Ah ja. Warte. Das ist tief. Das ist sehr tief. Echt? Was versuchst du dort eigentlich? Einen Anfangspunkt zu finden. Ja, hör doch mal auf, mich zu rammen hier. Du musst die Schaufel schon genug neigen, ich sag nur. Also ich würde hier Bagger holen. Ja,
Und uns im Bagger. Also mit Planierroboter wird wenig. Ich sag dir, das wird eine Katastrophe da, was du da machst. Quatsch. Problem ist doch, sollte es jetzt tatsächlich eine Katastrophe werden, sehe ich schon als perfekter Shot zusammengeschnitten mit so. Ich glaube, es wird eine Katastrophe. Quatsch. 2 Stunden später. Hilfe, ich stecke hier fest überall. Also ich weiß nicht, was du vorhast, aber... Den Erdhaufen, den du hier hingebastelt hast, mit einer Planierraupe wegzubaggern. Erstmal. Die Erde muss ja auch aus dem Bereich raus. Und dafür bietet sich ja zum Beispiel ein Radlader an. Ich sehe ihn da schon fast, den Baggerzeitraffer. Ja, ich sehe es glaube ich auch mal wieder. Wir hatten jetzt ein paar Folgen keinen Baggerzeitraffer oder so. Aber ich glaube, ich mache mir jetzt hier Musik an, wir baggern das aus. Na, bis später. Und wir können alle wieder rausfahren aus der Grube. Aber das haben wir jetzt schon sehr schön gemacht. Also, weiß okay, nicht, wie genau ihr im Zeitraffer, so weitergeguckt habt. Aber ich finde, wir haben das hier sehr schön gemacht. Also. Na, no. Wir haben ein ordentliches Baufeld gebastelt. Ich habe ja meine Rampe bekommen, mit der ich hier rein und rausfahren kann. Ich habe hier einen riesigen Erdhaufen hingebastelt. Den hätte man auch ein bisschen weiter von Anfang an wegmachen können, dann wärst du nicht andauernd gegen mich gefahren. Dann hätte ich auch weiter wegfahren müssen. Dann wärst du nicht andauernd gegen mich gefahren hier. Aber ja, haben wir gut gemacht. Es wirkte fast, als hätten wir ein Konzept gehabt. Aber ich finde, man sieht auch sehr schön, wo es denn mein schwerer Bagger hier lang gefahren ist und wieder die Erde eingedrückt ist. Sag mal, wie weit müssen wir denn raus? Die ganz, Straße? Ganz raus. Ja, Straße. Ja, fährst du auch noch den Dingstens? Na, no, so war der Plan. Es ist wirklich so, die Erde unter den Ketten drückt sich ein. Aber unter den Reifen hier. Du, 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 du. Aber das ist schon schön gemacht, schön gemacht. Und Pascal. Ach, jetzt mehr Gruben. Ja, der lässt seinen Radlader halt auch schon wieder so stehen, wie er will. Eieiei. Ich verstehe nicht, was gemeint ist. Ja, guck dir doch mal die Schaufel an. Wie sieht denn das aus? Also wirklich. Arbeitsschutzrechtlich vollkommen in Ordnung. Also ich meine, was soll denn das? Und das Licht ist auch noch an. Ja, wir müssen ein bisschen Zeug liefern, ne? Haben wir schon Kranplatz? Ja. Ich glaube, wir brauchen den langen Kran. Aber auch nur eine Theorie. Soll man Seematerialien abholen, oder? Das kannst du auch machen. Ich soll's machen. Wir können tatsächlich auch den zweitgrößten nehmen. Ja, nicht relativ egal. Also wer holt jetzt Material?
Und wer kauft? Wollen wir liefern lassen? Nee, machen wir nicht. Wir holen das Material. So. Es geht ein. Also so viel ist es gar nicht. Das kannst du auch mit dem Kleinen hinbekommen. Also ich wollte jetzt nicht mit dem Pritschwagen nehmen. Ich wollte nur die Frage, ob ich den grünen oder den normalen Materialauflieger nehme. Es ist wenig. Hoppala. Das sind 10 Teile, wenn ich mich nicht verzählt habe. Oder? 2, 5, 6, 7, ja, 10 Teile, die du aufladen musst. Ah, gehen wir mal wieder vom Dorf aus. Doch auch nicht schlecht. Ich glaube, es sind schon 2-3 Shorts entstanden. Mit dieser Szene. Ja. Und ich muss gerade schon wieder an den Radlader denken, der da so auf der Straße steht, die ich dann entlang fahren werde. Ich verstehe gar nicht, was du meinst. Ich verstehe nicht, was du mit deinen Fahrzeugen hast, die überall rumstehen. Also ich habe da keine Probleme. Ja, aber es ist auch immer der Radlader, ne? Immer steht dieser blöde Radlader auf der Straße. Was soll denn das? Oder ein Deckenelement. Ja. Und so kaufen auch gerade wieder Deckenelemente jetzt, ne? Was ich mir noch wünschen würde, ist, ne? Was ist denn mit diesem Anhänger los, ey? Wie schwingt denn der? Was ich mir noch wünschen würde, ist eine Farbanpassung von den Fahrzeugen, dass man sozusagen selber auswählen kann, welche Farbe die haben. Das wäre natürlich auch ziemlich cool, halt so mit dem eigenen Bauunternehmen sozusagen und so. Das wäre schon cool. Wenn wir alles in einem Farbton gestalten. Dann wären auch US-Maschinen weniger ein Problem. Ja. Wobei die US-Maschinen natürlich trotzdem auf die Karte jetzt auch nicht so passen, ambientemäßig her. Ja. Was auch immer. So, geben Sie Bescheid, wenn Sie da sind, ne? Ja, ich muss ganz kurz eine neue Route setzen. Oh, ist das aufgefallen? Uns fehlen nur noch 50.000. Das sind 5 Millionen. Oha. Stimmt. So, was brauchen wir jetzt? Die Betonschalen brauchen wir jetzt. Also die Dinger hier noch. Weißt du, was ich mal machen werde? Jedes Loch müssen wir das einmal reinschmeißen. Ich denke schon mal mit. Und eine Betonpumpe. Beton? Meinen Sie, wenn wir was mit Bewährungsgitter und Betonschalung machen, dass wir den Beton brauchen? Ja, ich glaube. Oh, jetzt ist alles so aufgeladen, dass ich hier noch umbasteln muss. Weil die anderen beiden Armierungseisen hier sind eingebaut. Oh. Schlimm. Du tust mir wirklich nicht leid. Ich weiß schon. Ich würde sagen, hier ist eine ganz gute Position. Ja, kann man machen. So, jetzt habe ich mir die Tasten belegt. Das war die Taste nicht. Das war die Taste. Ich bin gefühlt, dieser Bagger hier, dieser Kran hier ist dein neuer Lieblingskran, dass du den auch immer kaufst, ne? So, holst. Ich nehme einfach immer den kleinstmöglichen. Oh, den kleinstmöglichen? Ja, sonst würden wir immer den gleichen haben. Und warum hätten wir dann einen Grund, 2 Kräne zu haben? Aber den größtmöglichen. Wir haben doch den größtmöglichen und wir haben auch den größtmöglichen Mobilkran. Lass mal überlegen. Beton. Und 2 Betonmischer. Wir könnten einen dritten kaufen. Schubidubidub. Ja. Sag mal, wenn du fertig bist. Naja, ich muss mal jetzt die Armierungseisen freischaufeln. Na, dann kann ich ja manuell Beton holen gehen. Naja, irgendjemand hat das Zeug hier drauf geladen, auf die Armierungseisen oben drauf. 14.000! 14.000!
Die Preise heutzutage, ist das teuer. Unglaublich, diese Inflation hier. Wir waren auch lange nicht mehr. Selbst im Spiel ist die Inflation schon angekommen. Ja. Bombe teuer. Heizkosten. Spritpreise, na gut, im Spiel nicht, aber. Ja gut, Sprit ist hier nicht. Der ist günstig hier. Ja. Kostet 50 Cent oder so, ne? Naja. Nicht. Wie pissig. So. Ja, es gab so ein riesiges rundes Ding, das habe ich auch noch nicht gehabt hier im Bausimulator. Glaube ich nur einmal Silo habe ich mal gebaut. Also ein kleines Silo. Getreidesilo oder so. Und mal wieder, ich kenne meine Baumaschinen, ich weiß genau, dass das hier passt. Schön. Ja. In dem Sinne können wir auch zum x-ten Mal einen Thumbnail mit Tonkpumpe machen. Nee, das machen wir nicht. Nicht schon wieder. Wenn es unsere wunderschöne, hübsche, runde Baugrube, das ist ein gutes Thumbnail. Ich würde den Teil der Folge, weil ich glaube, zweigeteilt, das ist. Da führt nicht viel drum herum. Nee. Glaube ich auch nicht. Und fertig. So. Alles fertig betoniert. So, dann müssen sie einmal verpieseln. Was kommt jetzt? Yay! Oh, jetzt gibt's Deckenplatten, ne? Weißt du, was mir halt schon wieder auffällt? Dieser Betonmischer. Wo steht denn der jetzt? Irgendwo in der Gegend? Mhm. Wie gesagt, ich bin gerade schwer beschäftigt mit Deckenplatten. Naja, mhm. Ich glaube, irgendeine Unterstützung brauchst du dabei nicht, oder? Nee, es ist so wenig, das passt schon. Weiter in die Richtung, falsch, ja, was auch immer. Den hat gepasst. Mit Augenmaß. Ja, eigentlich nicht so. Hast eigentlich schon das Geländer erwischt. Psst. Das hat keiner gesehen, das war alles perfekt. Ja, okay, dann mache ich dann so schwarzen Balken da rein, damit das zensiert ist, ja. Einmal so Zensurbalken, ne? Damit niemand sieht, wie gut meine Kranskills sind oder auch nicht. Ja, ich mach dann so einen schwarzen Balken auf da, auf die Stelle, wo du das Geländer getroffen hast. Oder einfach verpixeln, das ganze Bild. Soll ich eine 1-Susi-Folge, wo ich dann auszusehen meine ganzen Dateien und Ordner und alles mir gezeigt habe, habe ich dann auch einfach die Sekunden gepixelt. Ja, ups. Weil das wollen wir dann zu sensible Daten, als das einfach ist, alles rauszugeben. Einfach ganz im Bildschirm gepixelt. Aber ich habe zum ersten Mal den Pixel-Effekt dann benutzt. Wow. Na? Ich habe so ein paar Minuten lang rumgesucht nach dem besten Wert, der bei dem alles so verpixelt, dass man nichts mehr erkennen kann, aber es nicht so zu stark verpixelt ist, sodass es immer noch gut aussieht, das Bild. Und man nicht einfach das ganze Bild nur noch aus irgendwelchen unerkennbaren Kacheln besteht, sondern man hat das Bild immer noch alles erkannt, aber man hat auch gesehen, dass ich in den Dateien war, aber man hat halt eben nichts lesen können, sondern es war halt eben alles verpixelt. Da habe ich auch eine Weile rumgefeilt, weil ich den richtigen Wert gefunden habe. Ey, ich guck mal ganz kurz. Ja, okay, pass auf. Dann machen wir jetzt noch die Betonbedecke. Und dann war's das mit der ersten Folge dann, wie? Na. Klingt nach einem Konzept. Klingt nach dem Konzept. War das gerade ein Hixer oder ein Rülpser oder ein... Nee, es war ein Gehner. Nach einem Konzept. Kam bei mir an. Es war ein Gehner. Tatsache. Wie auch immer es über Discord geklungen mag. Geklungen Magen hat? Ja, das wird auch nicht mehr so viel. Geklungen Magen haben.
Ei, ei, ei. Ja, es ist schon wieder halb zehn. Ja, schlimm, ne? Es ist da so ein blöder Haken im Weg. Was soll denn das? Warum, warum, warum? Why? Oh, Betonkrise. Yay. Ah, es glänzt so schön. Ach, schön, wie der Gäste immer was dagegen, daneben kleckert. Immer wieder nach unten läuft, bin sich so Beton. Bisschen, als wenn der so ein bisschen betrunken wäre. Na? Der Betonrüssel hier, ey. Das ist so ein paar Betonkleckse unten auf dem Boden. Wie so standfest. So. Ja, haben wir das? Herz. Nicht im Ernst. Und also, ich kann mich auch noch ausdrehen. Naja, jetzt kommen wir erstmal. Fertigwände. Achso, wir haben fertig mit Elemente noch. Dann Fertigwand. Ach, was auch immer. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich würde zwischendurch noch eben die Baumaterialien liefern. Aber ja, man sieht sich beim nächsten Mal. Jo. Ciao. Tschüss.